Yo, Freunde, was geht? Main Character, Apo R.E.D. in the house. Ich bin am Start. Ihr hoffentlich auch. Ich wollte das Video gar nicht machen. Puh, plötzlich sind wir hier. Richtig krasse Ansage kommt, ey, könnt ihr wissen. Aber, ey, erstmal Ansage an die ganzen Reaction-Bots da draußen. Ja, ihr wisst Bescheid. 48 Wochen wartet, bevor ihr irgendwas machen dürft. Vorher erlaube ich das nicht. Und dann schickt er mir noch ein paar Yeezys an mein Postfach und dann können wir drüber reden. Auf jeden Fall, Freunde, richtig krasser Hase heute am Start. Kommt mal mit, ich muss euch was richtig Hartes erzählen. Ja, Freunde, es bringt ja nichts hier drum rum zu reden. Ich habe richtig hart verkackt. Main Character kann auch mal verkacken. 3,6 Millionen Steuerschulden. 3,6 Millionen. Not great, not terrible. Es ist auch echt wichtig, sich einen Fehler einzugestehen. Jetzt ist erstmal, guck mal, jetzt ist der kleine Go gekommen, jetzt können wir rübergehen. Also meine Hasen, es ist wirklich wichtig, sich auch mal einen Fehler einzugestehen. Aber, ey, was muss ich echt ganz klar sagen. Es gibt da so einen anderen Typen, ja, so einen anderen Typen. Ich weiß nicht, ob der gerade mit mir hier im Raum ist, aber da ist so ein Finanzhase. Ja, ich habe dem so vertraut, weil der hat ein Büro. Ist alles seine Schuld. Da muss ich jetzt mal Fehler eingestehen, aber ist alles seine Schuld. Freunde, ihr müsst euch das vorstellen. Der sitzt da an seinem professionellen Mauspad, ne, und erzählt mir, ApoRED, hat er gesagt, ApoRED. Diese ganzen Gewinnspiele, Alter, die musst du fälschen, die musst du nicht auflösen. Das hat er zu mir gesagt. Red hat er zu mir gesagt. Du musst einen Bombenprank machen, Red. Das hat er gesagt. Main Character hat er zu mir gesagt. Main Character, du musst die ganze Zeit Lügen erzählen und wenn du dann bei deinen Lügen ertappt wirst, musst du weiter lügen, hat er gesagt. Apo, A, B, C, D, E, F, G hat er zu mir gesagt. Ey, du musst diese Silvi belästigen, hat er zu mir gesagt. Ich habe 31 Kills plus Squad, ja. Apo, Alphabet, rückwärts, vorwärts, quer und links der Quere, hat er zu mir gesagt. Du musst so viel Sachen kaufen, du musst all dein Geld ausgeben, weil dann gibt dir das Finanzamt Geld. So hat er das gesagt. Oh, Dicker, ey, ich habe dem Finanzhasen geglaubt, der hat ein Büro. Der hat so ein Ding, wo du einen Bleistift reinsteckst und er kommt gespitzt raus, Digga. Der hat das alles. Geiler Lifehack. Ich, ne, alles Autos gekauft, Alter. Lambo, Bemi, Gabi, Pupa. Bin nach Dubi geflogen, Alter. Nach Dubi. Da hat gerade der Kamerahase ein kleines Lachen reingesneakt. Aber ist die Wahrheit. Ich auf jeden Fall alles gemacht und getan, ne. Ich Opel Corsi gekauft, Ferrari, ich weiß nicht, ich kenne keine Autos. Ich auf jeden Fall alles gekauft, ne, was der Finanzhase gesagt hat, ey, Mitsubishi, Suzuki, Mitsubishi, Toyota, alles, Ferrari, alles geholt, etc. Und bam, 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 hat gerasselt auf dem Konto und ne, alles runter, brrr, Vorsicht, nicht hier mit dem Goofy kollidieren. Freunde, ihr müsst das verstehen, das hat einfach so einen Sinn in meinen Main-Character-Head reingesneakt. Ich dachte mir so, ja, ey, Dogecoin, einfach siebenstellig, richtig rein investiert, nichts rausbekommen. Aber ich dachte mir, ja, dann gehe ich zum Finanzamt, die geben mir achtstellig zurück. Vorsicht, hier wird gerade ein Zelt reingesneakt. Zu spät. Den Hasen lernt man ja nicht in der Schule, dass das Finanzamt dir nicht einfach Geld schenkt, Digga. Und deswegen, Freunde, ich sag's jetzt, wie es ist. Ich bin jetzt auf fucking Birgie unterwegs. Der Birgie-Hase ist in der Haus. Jetzt ganz wichtig, dass du so ranzoomst auf mein Gesicht. Ein Real Talk-Video ist ganz wichtig, dass so ein dramatischer Zoom jetzt auf mein Gesicht so. Freunde, ich sag's euch, wie es ist. Ich rocke jetzt fett die Birgie-Wohnung auf Amtsbasis etc. Bam, buda, bam, baba, bam. Und ich höre schon wieder die ganzen Haterbots. Ah, oh, die Haterbots. Aber ganz ehrlich, wer, wenn nicht ich, hat das verdient? Hä? Wer, wenn nicht ich, was habe ich alles gemacht? Wie viel Geld habe ich ausgegeben? Lambo, Ferrari, andere Autos, alles, ja? Was habe ich an Steuern bezahlt? Mindestens 5.000 Euro Cent. Und ich sag's, wie es ist, ich mache jetzt auch nichts. Ich mache jetzt einfach nichts. Ich sitze jetzt nur zu Hause, ich mache kein YouTube. Aber wer, wenn nicht ich, hat das verdient? Freunde, ey, tut auch echt mal gut, sich das alles ruhig von der Seele zu reden. Ich weiß nicht, der ganze YouTube-Hase, der ist auch nicht mehr, was er mal war. Früher konnte ich jeden Scheiß machen, ohne dass irgendwie jemand mich kritisiert hat. YouTube, einfach nicht mehr der gleiche Hase. Was kann ich dafür, dass in Deutschland die Steuerlast so hoch ist? Psst, wieder der Go hier. Freunde, jetzt ganz ehrlich, warte, jetzt hab ich mich fast erstochen, Alter. Freunde, ganz ehrlich, was kann ich dafür, dass in Deutschland die Steuerlast so fucking hoch ist, ja? Digga, jetzt mal wirklich, den Hasen muss ich jetzt mal klar benennen. Im Endeffekt, Bundesrepublik Deutschland, ja? Du schuldest mir Entschuldigung, ja? Also Freunde, was soll ich machen? Ja, ich sitze hier, ich habe nichts mehr, okay? Ich habe nichts mehr, ich habe einfach meine 50.000 Yeezys zu Hause in meinem Schrank. Aber ich habe im Endeffekt nichts mehr. Deutschland hat mir alles genommen. Ah! Sieht man's? Oh, hier, wie es spritzt! Selbst das nimmt mir Deutschland. Selbst mein Blut nimmt mir Deutschland. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr, Freunde. Also, bleibt dran. Ich weiß nicht, was ich jetzt mache. YouTube bin ich auch zu faul. Ich bin heute live jeden Montag und Mittwoch 20 Uhr. Kommt doch mal vorbei und sneakt euren Hasen bei mir rein. Ich sitze...